Interessant. Moin Leute, hier sind wir bei Elex 2. Dann schauen wir uns heute hier mal ein bisschen um. Mal gucken, ob es hier noch zum Abgreifen gibt. Stuhl zum Hinsetzen. Ein Labortisch. Oh, eine Uhr. Nehmen wir mit. Da haben wir noch einen Pokal. Ja, solange nichts daneben steht, dass wir nicht klauen dürfen, nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, oder? Ich bin nicht gut genug. Da haben wir auch ein Schloss. Kommt da noch eine Truhe hin. Oh, was zu essen. Noch irgendwo was. Oh, guck mal, da haben wir noch Elixit. Kaugummi. Mana-Trank. Dann nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit. Dosenfleisch. Immer gut. Kartoffelsalat. War hier noch irgendwo was? Jetpack-Tisch. So, und dann schauen wir mal weiter. Oh, ein kleiner Junge. Hey, ich hörte, du bist auf einer Mission, die Bastion wieder auf Vordermann zu bringen. Kann ich mitkommen, Vater? Oh, ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee ist. Ach, komm schon. Ich werde mich auch nicht allzu weit von dir oder der bekannten Gegend hier entfernen. Ja? Und was ist, wenn wir von wilden Tieren angegriffen werden? Du wirst schon auf mich aufpassen. Komm schon, bitte. Aber du hörst auf das, was ich dir sage. Klar? Ja, ja, ich bin auch ganz still und halte mich im Hintergrund. Na gut, dann komm mit. Aber bleib dicht hinter mir, okay? Genau. Schlepp ein Kind mit. Fleisch. Fleisch. Oh, da ist ein Bogen. Erstmal gucken, was wir noch so abgrasen können. Noch ein Bogen. Ich bin nicht gut genug. Habe ich die schon? Nee, die habe ich noch nicht. Die kommt da auch noch mit drauf. Lass mich raus, Kleiner. Ist das immer so aufregend? Natürlich. Was meinst du? Mutter hat mich ja meistens nicht mitgenommen auf ihre Reisen. Ich musste immer im Vorbleiben. Da passieren zwar auch spannende Dinge, aber... Naja, ich kenne das Vor schon. Hier draußen war... ...ich noch nie in meinem ganzen Leben. Dann pass auf, die Gegend ist gefährlich. Nur gut, dass ich dich dabei habe. Bewohner Magalans, haltet euch an das Gebot der Reinheit. Alles gefährlich. Fremde Substanzen sind gefährlich. Elex-Konsum ist dabei genauso schlecht. Munitionspresse, okay, was jetzt alles gibt. Genießt lieber eine alte Konserve oder frischen Einkopf. Ihr hört Herbert aus dem Orbit. Herbert aus dem Orbit, okay. Gut, Herbert. Klingt ja fast so wie ein Kleriker. So, von da drüben kamen wir. Aber wir waren da oben in dem Gebäude noch nicht drin, ne? Oh. Ein Chili-Strauch. Müssen wir mal gucken, dass wir auch mal ein bisschen was zu essen kochen, oder? Weil die Pilze hier kann ich nicht aufnehmen. Das ist Setzerbrot. Was ich schon ein bisschen komisch finde, aber ja. Ich kann ja alles klauen und mitnehmen, nur das Setzerbrot nicht. Weg. Da hat auch gerade was geglänzt.
Pfeile. Von Kalan. Also in die Kleriker ja auch irgendwo. Hast du schon viele Menschen getötet? Kommt schon mal vor. Manchmal machen die Leute eben Ärger. Ich weiß ja, dass es manchmal passiert, aber ich will nicht, dass Menschen sterben müssen. Das ist ein falscher Vater. Versuche in Zukunft einfach in so wenig Ärger wie möglich zu geraten, okay? Ich glaube, das wird rein technisch nicht möglich sein. Wir sind auf Ärger programmiert. Okay, eine Bremsrakete gefunden. Fernwaffenbank. Also hier gibt es echt alles Mögliche, was man bauen kann. Eine Werkbank dafür. Was haben wir hier oben? Kleinzeug. So das. Schrott. Alles mitnehmen, was man nicht nied- und nagelfest irgendwo angeschraubt hat. Pflanze. Schwarzer Lotus. Wird schon für irgendwas gut sein. Oh, das. Das ist gut, das brauchen wir. Teleporter. Teleporter gut. Die Augen erstmal dran gewöhnen. Aber hier sieht es noch nichts aus. Hier auch nichts. Kartenstück. Dann gibt's Warum warst du eigentlich so selten bei uns? Ich hatte meine Gründe. Mutter hat immer gesagt, du würdest die Welt retten. Tatsächlich? Das hat sie gesagt? Was genau hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich habe versucht, die Gilden zu überzeugen, sich auf drohende Gefahren vorzubereiten. Cool. Sie haben bestimmt alle auf dich gehört, nicht wahr? Ja, naja... Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Einsam, verlassen. Sprühkäse. Gucken wir uns mal den Herd an, dass wir kochen können. Rattenfleisch. Miam, 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 miam. Gebratenes Setzerbrot. Okay, wir haben, glaube ich, da gibt es dann wahrscheinlich auch noch irgendwo dann Zutatenlisten für irgendwas, was man kochen kann. Deswegen mache ich jetzt mal nicht alles weg. Und mal gucken, ob wir später noch vielleicht ein bisschen was Deftigeres hinkriegen. Hier ist nichts. Stuhl. Bierkisten oder was? Ach je. Da ist schwarz gebrannter. Sockeltisch. Okay, hier gibt es auf jeden Fall schon mal sehr viele Tische. Sieht fast aus wie so eine Sammlung von den ganzen Tischen. Nichts mehr. Gehen wir mal auf die andere Seite. Oh, da liegt Elix. Was ist denn das? Kleiner Beutel Elix.
Ein Elixitbeutel. Warum nicht? Weißt du eigentlich, was so cool an Geistern ist? Nein. Niemand kann ihnen etwas anhaben. Sie schweben über den Ding und keiner kann sie besiegen. Und weißt du auch warum? Warum? Na, weil sie eigentlich gar nicht wirklich da sind. Man kann sie zwar sehen, aber nicht anfassen, weißt du? Okay. Aha. Oh, Kartenstück einsetzen. Ich habe dafür keinen geeigneten Gegenstand. Okay, dann halt nicht. Autsch. Die Landung war etwas zu hart. Gucken wir mal hier hinter, ob hier noch irgendwas zu holen ist. Schon. Ah, solche Aussichtspunkte sind immer nicht verkehrt. Da, ja, da liegen immer Sachen rum. Das ist nicht so schlecht. Da waren wir gerade. So, wir sind jetzt hier. Da wäre noch einer. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Dann gucken wir mal, ob wir da an dem Aussichtspunkt noch irgendwas finden. Was uns weiterhelfen könnte. Was bedeutet das Wort Bastard eigentlich? Wo hast du das denn gehört? Die Kinder am Fort haben mich oft so genannt. Ich weiß nicht, was es heißt, aber es klang nicht nett. Ich hätte wirklich öfter bei euch vorbeischauen sollen. Hör nicht auf das Gerede, mein Junge. Manchmal sind die anderen Kinder ganz schön doof, nicht wahr? Die sind doof, nur weil die dich Bastard nennen? Ich weiß gar nicht warum. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles abgegrast. Ich gucke aber erstmal noch was zu essen hier. Ein Raketenwerfer, okay. Beschädigt. Verbessert, beschädigt. Beschädigter Jagdbogen. Okay, der scheint nicht ganz verkehrt zu sein. Plasmazelle. Frostresistenz, Giftresistenz, Gesundheit, Knoblauchbrot, Strahlungsresistenz. Ach, was denn alles noch hier? Das sollte lang, glaube ich. Düse. Viele, viele Fragen, ja. Kümmere dich um die Lange der Bastion. Ach, hier drüben sind noch welche. Ich freue mich schon drauf, wenn ich dann die erste Plasmawaffe habe oder wenigstens mal ein Schwert nutzen kann.
Ich bin froh, dass du kein Alp-Commander mehr bist. Warum? Wieso? Die Alps sind immer so steif und unfreundlich, wie das Eisland, in dem sie wohnen. Vielen von ihnen fehlt es an Emotionen wegen der großen Mengen Elex, die sie zu sich nehmen. Also ich glaube ja, das kommt von diesen weißen Plastikplatten, die sie tragen. Darin muss es doch eiskalt sein. Tja, Junge, dann wirst du eine herbe Enttäuschung erleben, weil ich mir vorgenommen habe, ein Alp-Commander wieder zu werden. Und weg ist er. So, hätte man den auch gekillt. Dann fehlt jetzt nur noch einer. Und ich glaube, den machen wir gleich dann mit der Waffe. Erledigt. Und dein Vater? Wie war der so? Oh, meinen richtigen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich bin bei den Alps aufgewachsen und wusste bis vor einigen Jahren gar nichts von meiner Herkunft und meinen leiblichen Eltern bei den Berserkern. Und Vadek, mein Ziehvater, ja, er war ein Alp-Commander, genau wie ich früher. Lebt Vadek noch? Das weiß ich nicht. Es kann schon sein. Ich habe ihn seit damals nicht wieder gesehen. Vielleicht ist er noch irgendwo da draußen. Ja, vielleicht. Wer weiß. Na komm, nehmen wir noch ein bisschen mit. Die Reichweite von dem Jetpack ist momentan noch sehr unterirdisch. Da muss ich mal gucken, dass das schnell bergauf geht. Halt, was war das? Komm den Farmern und ihren Kreaturen. Das Umland um die Bastion sollte jetzt sicher genug sein. Gut. Dann sollten wir uns als nächstes um die maroden Gemäuer kümmern. Ich weiß, dass irgendwo im Vorlager der Bastion ein ausrangierter Baumeister haust. Ob er früher einmal für die Instandhaltung der Gemäuer verantwortlich war, weiß ich nicht. Doch sollte man ihn genau dafür rekrutieren können, würde uns das einen großen Schritt nach vorne bringen. Der Name des alten Baumeisters ist Gardok, glaube ich. Bei dem Wolf ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, ich arbeite derweil weiter an dem Studium deiner Infektion. Dann wird es Zeit, dass wir uns besser organisieren. Wir beide haben unsere Aufgaben und können uns kaum um andere Dinge kümmern. Je mehr Menschen die Bastion beherbergt, desto eher braucht es eine gute Führung. Wir brauchen einen guten Feldherrn, der die ganzen Kämpfer unter Kontrolle hält. Ist die Anarchie unter den Leuten hier erst einmal so richtig ausgebrochen? Ist unser kleines Projekt der sechsten Macht schon gescheitert, bevor es richtig angefangen hat?
Okay. Für den Posten des Feldherrn hätte ich schon einen geeigneten Kandidaten im Sinn. Den Warlord Tiaik unten am Weltenherz. Er wäre wie geschaffen für diese Aufgabe. Ich weiß aber nicht, ob er sich auf deinen tollen Plan einlassen wird. Hey, es ist auch dein Plan. Ohne dich wird er mir alleine nicht gelingen. Das weißt du auch. Okay, dann komm den Formern und ihren Kreaturen erst einmal nicht zu nahe, bis du wieder angemessen zu Kräften gekommen bist. Ein Verlust deiner Expertise und deines Umsetzungsvermögens können wir uns jetzt nicht leisten. Das hast du schön gesagt. Da bin ich doch gleich viel motivierter. Mal gucken, was Gardok will. Hey, du Flitzpieper! Was rennst du hier durch meinen Krempel? Ah. Du wohnst hier? Wie war das? Ob ich hier wohne? Aber nein, ich drapiere meinen ganzen Besitz nur so zur Schau. Damit vorbeilaufende Leute einfach alles einsacken können. Mach ich. Natürlich wohne ich hier. Aber du hast hier nichts zu suchen. Also sieh zu, dass du Land gewinnst. Was willst du denn noch? Der alte Mann sagt, du seist ein Erbauer. Was? Wer sagt das? Der alte Mann? Du redest von Adam? Ja, von mir aus auch Adam. Oh Mann! Ja, verdammt! Seinerzeit war ich der beste Baumeister im Fort bei den Outlaws. Ich hab da damals einen Großteil aller Palisaden und Wellblechbuden hochgezogen. Aber meine Dienstzeit ist schon lange vorbei. Was machst du denn hier? Mann, Junge, irgendwo müssen wir alten Knacker nun mal hin, bevor wir den Löffel abgeben. Nicht, dass ich das vorhätte, aber eigentlich dachte ich, dass ich hier meine Ruhe habe und mir keiner auf den Sack geht. Tja, habe ich mich wohl geirrt. Du warst bei den Outlaws? Ja, Mann. Aber mit denen bin ich fertig, sag ich dir. Als die Berserker damals das Fort übernommen haben, waren die fetten Jahre für mich vorbei. Es wurde Zeit zu verschwinden. Hier draußen ging mir bisher niemand auf die Nerven. Und so wurden die Ruinen hier zu meiner Heimat. Tja, und jetzt sind wir hier. Ich habe noch eine Menge vor mir und könnte zusätzliche Unterstützung gebrauchen. Ach ja? Und was habe ich damit zu tun? Ich nehme das, was du bereit bist, mit mir zu teilen. Na schön. Wenn es denn unbedingt sein muss. Gucken wir erstmal, was er hat. Zeig mir etwas von deinem Geschick. Wer weiß, ob du das überhaupt verstehst? Das werden wir gleich sehen. Ach so, okay, er ist auch so einer. Munition herstellen brauchen wir erstmal nicht. Tiertrophäen, da haben wir noch nicht genug Kohle. Aber das kriegen wir schnell hin. Komm. Was müsste man dir zahlen, damit du deinen Job wieder aufnimmst und die Bastion instand hältst? Ihr wollt, dass ich eure Rumsbude da fit mache? Ihr habt doch nicht alle Latten am Zaun, Leute! Der ganze Mörtel ist lose und von den tragenden Elementen wollen wir gar nicht erst sprechen. Besonders freundlich bist du ja nicht. Das habe ich mir abgewöhnt, Kleiner. Reine Zeitverschwendung. An eurer Stelle würde ich das Ding nicht mehr betreten. Es könnte jeden Moment in sich zusammensacken. Komm.
Du machst es oder ich polier dir die Fresse. Jetzt pass mal auf, Freundchen. Damit beeindruckst du mich nicht. Also gib dir erst gar keine Mühe. Das Einzige, was mich noch hinterm Ofen hervorlockt, ist meine Arbeit. Na dann, in der Bastion hättest du reichlich davon. Aber doch nicht bei dem Ding da oben. Die Bastion ist lebensgefährlich. Das ist glatter Selbstmord. Ein Standortwechsel ist keine Option. Hör zu. Du willst etwas von mir, oder etwa nicht? Hier werden bald ein paar finstere Gesellen aufmarschieren und die werden dir auf die Pelle rücken. Na gut, ich werde mir das mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, okay? Hey, hör mal. Ich weiß, ihr seid ziemlich dickköpfig und damit kenne ich mich aus, glaub mir. Wenn ich den Job des Baumeisters wirklich übernehmen sollte, und ich sage nur, wenn, dann bräuchte ich besseres Werkzeug. Dieser alte Krempel hier wird mich kein Stück voranbringen. Okay, dann suchen wir mal Werkzeug. Ich soll dir Werkzeug besorgen? Pass auf, das meiste kriege ich schon irgendwie hin. Aber ich brauche einen vernünftigen Schlaghammer, Leute. Mit so einer abgenutzten Gurke wie meiner alten hier ziehe ich doch keinen Hering mehr vom Teller. Okay. Was glaubst du, wo man einen solchen Schlaghammer findet? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Aber die nächsten, die mir einfallen würden, wären die Apparaturenwerke in der Grotte der Morkons. Oder die alten Großmaschinenfabriken im Nordwesten oder anderswo. Im Grunde dort, wo Großes gebaut wurde in der alten Welt. Mhm. Also meinetwegen lasst ihr ruhig Zeit damit. Ich hab's nicht eilig. Die Morkons wollten wir ja immer aufsuchen. Schauen wir mal. Sehen wir da schon irgendwas auf der Karte? Ja, hier drüben. Oder wir gehen da rüber. Das geht natürlich ein bisschen fixer, ne? Da, Morkons. Da sind die Bluthunde. Und da ist Kaya. Ich glaube, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Jetzt gucke ich mir erstmal hier noch ein bisschen was an. Intelligenz machen wir mal 5 hoch. Und Geschicklichkeit 5 hoch. Übernehmen. Noch mehr Werte? Ja, ich habe noch 10. Aber da weiß ich gerade nichts mit anzufangen. Wirst du die Welt von den Eindringlingen befreien? Nein. Einer alleine wird da wohl nicht reichen. Die Menschen selbst müssten das bewerkstelligen. Sie müssten sich mit aller Kraft gegen die Invasoren wehren. Und wenn sie das nicht tun? Dann werden wir alle lernen müssen, mit den Invasoren zu leben. Wenn sie uns leben lassen. Im Moment sieht es leider aber nicht danach aus. Du wirst schon. Ja, ist okay. Zeig mir etwas von deinem Geschick. Ich will was lernen. Ach, immer noch zu wenig Kohle. Müssen wir mal was verkaufen. Zeig mir, was du hast. Verkäufen. Einfache Klinge, einfaches Schwert. Das Beil können wir schon mal verkaufen. Zweihändig habe ich auch keine Lust. Aber das beschädigt. Dann lassen wir lieber mal noch. Das ist gut. Da haben wir hier den nächsten Bogen. Einen einfachen Bogen. Aber wir gucken mal weiter unten, was wir so verkaufen können. So, Geld weg. Geldkassette. Diese verdammte Maus. Klopapier weg. Wir kacken nicht. Alter Topf. Kaufen. Machen wir auch. Da haben wir noch Kippen. Die kommen weg.
Beute, Plastikflasche, Lampe, Lampe, Becher, Tasse, Tasse, Teller, alle weg. Bilder heben wir noch auf, ich weiß noch nicht wofür, aber wir heben sie auf. Haben wir hier noch eine Uhr, die ist ja schön teuer. So, dann haben wir jetzt erstmal genug Kohle. Die Brille ist nicht schlecht. Die kann man mal haben. Bei dem kann man so Rüstung kaufen. Okay. Das muss ich mir merken. So, so. Achso, ja. Lange drücken. Und jetzt zeigt er was. Da braucht man ein bisschen mehr Stärke, Konzentration. Aber das hier ist mir erstmal wichtiger. Lerne nicht bei diesem Lehrer. Warum nicht? Das ist ja doof. Okay, dann muss ich mir einen anderen Lehrer dafür suchen. Wo bin ich stehen geblieben? Weiß ich nicht. Ich kann das doch, glaube ich, auch markieren, oder? Ja, hier. Kein Lehrer bekannt. Toll. Da gibt es noch so schöne Sachen, aber da muss ich die Lehrer erstmal für finden. Von daher weiß ich auch noch nicht, wie ich mir einen weiter skille. Schauen wir es mal. Wo war ich? Ah ja! Du wirst schon eine Lösung finden. Das machen wir auch. Aber ich glaube... So. Ich glaube, ich habe jetzt erst einmal genug. Okay. Ich gehe wieder zurück. Gut. Dann sehen wir uns später. Ach ja, eine Frage hätte ich noch. Deine schöpferische Kraft, wie groß würdest du sie einschätzen? Also bist du eher der zerstörerische Typ oder ist es dir wichtiger, Dinge zu erschaffen? Wenn mir etwas im Wege steht, schaffe ich es aus der Welt. So einfach ist es. Dann hoffe ich für uns alle, dass du das nicht allzu oft tun musst. Das ist sehr interessant für mich. Ich hatte ja noch nicht so oft die Gelegenheit, mit dir über all diese Dinge zu sprechen. So, aber jetzt gehe ich. Danke, dass du mich mitgenommen hast, Vater. Nix zu danken, Süßer. Pass auf dich auf. Ich wollte dich eh gerade rausschmeißen. Mach ich. Ich hoffe, du schaust ab und zu mal wieder bei uns vorbei. Okay. So Leute, das war's dann für heute. Ich mach Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.